Etwa ein Drittel Rumäniens sind von Gebirgen bedeckt. Die Karpaten sind die Verlängerung der Alpen und bilden eine 1500 Kilometer lange Gebirgskette in Zentral- und Osteuropa. Seine höchste Höhe beträgt 2544 Meter. Die rumänischen Karpaten überzieht das größte, noch bestehende, geschlossene Waldgebiet Europas. Mehr als ein Drittel aller in Europa noch wild lebenden Großtiere wie Bären, Luchse und Wölfe sind hier beheimatet. Am vierten Tag unserer Reise durch Rumänien starten wir in den Karpaten in der Ortschaft Predal. Unsere Fahrstrecke führt uns in südlicher Richtung über eine Passstraße hinauf zum etwa 230 Kilometer entfernten Roten See. Danach geht es durch die Bikasklamm, deren Felsenwände zum Teil über 100 Meter senkrecht emporragen. Nach der Durchquerung der Bikasklamm geht es über den Ort Bikas. Hier wechseln wir von Siebenbürgen in das Gebiet Fuldal. Wir fahren auf der Überlandstraße 15 in das noch 150 Kilometer entfernte orthodoxe Frauenkloster Moldovita. Nach der Besichtigung des Moldau-Klosters Moldovita geht es zu unserem Hotel Sandru. Wie jeden Morgen geht es zuerst durch die vielen Straßendörfer. Diese Dörfer sind typisch für Rumänien. 10 Millionen der Bevölkerung lebt in den Städten und ebenso viele auf dem Land. Seit der Revolution 1989 schrumpfte die Bevölkerung um fast 4 Millionen Einwohner. Auf unserer Reise durch Rumänien treffen wir immer wieder auf solche historischen Fahrzeuge, die aber hier noch wertvolle Dienste in der Landwirtschaft leisten. Inzwischen sind wir auf der Passstraße in Richtung zum Roten See und der Bikasklamm. Die Landstraße sowie Autobahnen sind in einem guten Zustand und auch mit Motorrädern gefahrlos zu befahren. Schauen Sie hier im Ostkarpaten, wie schön ist. Nach circa 3 Stunden und mehreren Pausen erreichen wir zur Mittagszeit den Roten See. Nichts Spektakuläres. Er sieht aus wie ein ganz normaler Bergsee, wie bei uns im Schwarzwald. Doch nach vielem Niederschlag werden die Sedimente der Umgebung in den See gespült und färben den See rot ein. Der Rote See ist ein natürlicher Stausee. Im Jahr 1837 wurde durch einen Felssturz der Fluss im Tal aufgestaut. Kurz nachdem das Tal geschlossen worden war, wurde der darin befindliche Wald geflutet. Die Bäume versteinerten und heute sind die Stümpfe noch zu sehen. Der Rote See ist der größte natürliche Stausee Rumäniens. Es besteht auch die Möglichkeit, den See mit dem Boot zu erkunden. Was natürlich an einem solchen Platz nicht fehlen darf,
sind die für die Touristen unterschiedlichsten Verkaufsbuden. Auch hier kann man Nützliches, aber auch vieles Unnötiges käuflich erwerben. Für das leibliche Wohl oder etwas Kühles zu trinken, dafür gibt es genügend Möglichkeiten. Auch der Ausblick auf die hohen, aufsteigenden Berge ist im Preis mit inbegriffen. Nach einer Stunde geht unser Trip durch Rumänien weiter. Wir sind schon gespannt auf die allzeit hochgepriesene Bicasclam. Hierher war es nur die Zufahrt zur Bicasclam. Nach dem Tunnel beginnt der schönste und wildeste Teil der Klamm. Durch die Bicasclam ist auch die Verbindung zwischen Siebenbürgen und dem Moldaugebiet. Hier ändert sich der Baustil der Häuser. Östlich von Kampulung befinden sich sieben Klosterkirchen. Die Moldau-Klöster sind eine Gruppe von rumänisch-orthodoxen Klöstern in der südlichen Bukowina in Rumänien.
Der Bau der Klöster erfolgte im 15. und 16. Jahrhundert im damaligen Fürstentum Moldau. Wir konzentrieren uns auf das Kloster Moldovita. Im Hintergrund sehen wir den Eingangsturm zum Kloster. Rechts daneben befindet sich ein hölzerner Kiosk. Will man alles fotografieren, kann man hier für 10 Lei eine Fotogenehmigung erwerben. Viel Wissenswertes erfährt man über das Kloster und deren Klosterkirche, wenn man sich einer Führung anschließt. Die meisten Moldau-Klöster sind als Viereck aufgebaut und umgeben von hohen Mauern und Wehrtürmen. Aufgrund der stürmischen Vergangenheit war der Schutz der Bevölkerung und der Kirche vonnöten. Besonders zu erwähnen sind die herrlichen Rosen in unterschiedlichen Farben und Formen, die noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Ein besonderer Augenschmaus sind die liebevoll geschmückten Außenwände der Klosterunterkünfte mit vielen bunten Blumen. Ein Teil der Klöster zeichnet sich durch detaillierte Wandmalereien auf den Außenmauern aus. Diese sollten dem damals des Schreibens und Lesens unkundigen Volk Szenen und Gleichnisse aus der Bibel vermitteln. Die innerhalb der Klostermauern befindliche Kirche, die Mariä Verkündung geweiht ist, wurde 1993 gemeinsam mit 6 anderen Moldau-Klöstern in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Nach einer Stunde waren wir mit der Besichtigung durch. Unser Hotel lag jetzt nur noch etwa 30 Kilometer von uns entfernt. Doch die Straße dorthin war für diesen Tag noch die letzte Herausforderung. We'll be right back.